Das wollte die regionale Presse nicht verpassen. OB Michael Ebling eröffnet mit der noch amtierenden deutschen Weinkönigin und der Geschäftsführerin des Deutschen Weininstitutes die Wanderausstellung Weinsensorium. Wir wollen mit dem Weinsensorium den deutschen Wein zu den Menschen in den Großstädten bringen, um auf die Vielfalt und Qualität unserer Weine hinzuweisen. Die erkennt man am besten blind. Wirtschaftsdezernent Christopher Sütte muss ran und er erkennt, welcher der Rosé und welcher der Weißwein ist. Alle 13 Weinanbaugebiete Deutschlands werden durch verschiedene Exponate bis zum 3. Oktober vorgestellt. Spielerisch und interaktiv. So steht mehr die Unterhaltung als die umfassende Wissensvermittlung im Vordergrund. Die Räume sind unterschiedlich beleuchtet, bieten audiovisuelle Erlebnisse, ein Highlight, der Raum der Elemente. Hier schlüpfen die Besucher in die Rolle eines Rebstockes und erleben, was denn so ein Rebpflänzchen über das Jahr alles erfährt, was es beeinflusst, was es wachsen lässt, was die Trauben reifen lässt und was auch dann im Endeffekt ein Stück weit den Wein ausmacht. Dass die Art des Bodens sich im Geschmack des Weines wiederfindet, ist bekannt. Um besser zu wissen, wie denn Schiefer, Kalk und Vulkanstein riechen, werden einfach die Steine mit Wasser besprüht. Es gibt von jedem Anbaugebiet einen Wein, den das Gebiet selber auswählt, der so ein bisschen auch repräsentativ sein soll, also auch ein Wein, der zum Anbaugebiet passt. Und dann merkt man auch, wenn man die Weinkarte anschaut, dass wirklich die Anbaugebiete sehr unterschiedlich sind. Es sind ganz verschiedene Weine da drauf. In einer sogenannten Blackbox erfährt der Besucher in 13 Filmporträts manch Wissenswertes über den deutschen Wein. Auf dem Rathausplatz treffen sich derweil die Weinköniginnen aller Anbaugebiete zum Fotoshooting. Dass diese bei der Eröffnung des Weinsensoriums anwesend sind, ist allerdings eine Ausnahme. Eine von ihnen wird an den beiden kommenden Samstagen zur neuen deutschen Weinkönigin gewählt. Das Weinsensorium ist täglich von 12 bis 21 Uhr kostenfrei geöffnet.